Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Hörspiel. Heute ist es wieder soweit. Heute ist Kakerlakenparty-Zeit. Ihr hört das Hörspiel Kakerlakenparty ohne meine Kommentare dazwischen. Das heißt, ihr hört heute auch nichts Neues, sondern die ganzen einzelnen Telefonate aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo? Ja. Schönen guten Tag. Hm. Mario Schmitz am Apparat, grüße Sie, Herr. Ja, was ist denn los? Wie geht es Ihnen? Ja, ganz schnuckelig soweit. Das ist ja super. Wir rufen Ihnen gerade von das Bitpanda-Unternehmen, Herr. Von Bitpanda? Ja. Aha. Ein Unternehmen, das sich mit Online-Handel befasst. Ach so. Ja, ganz genau. Und nun? Haben Sie... Ja, bitte? Ja, und nun? Haben Sie Erfahrung über Onlinehandel? Ja. Okay, gute Erfahrung? Ja. Das ist ja super. Also haben Sie mal früher gehandelt oder sind Sie aktiv in der Börse? Was? Nee. Aber Sie hören sich sehr gelangweilt an. Bitte? Sie hören sich sehr gelangweilt an. So, ich habe Ihnen hier angerufen und nicht zu schreien, sondern ganz normal zu sprechen. Ja, ich sage auch nicht, dass Sie schreien sollen, aber Sie schlafen ja fast ein am Telefon. Ja, mit einem Typ so wie Sie, klar, ne? Hm. Ja, aber ist das nicht langweilig, den ganzen Tag Leute anzurufen? Nein, wieso? Naja, weiß nicht, immer wieder so das Gleiche erzählen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ja, nein, ihr erzählt doch dann immer allen das Gleiche. 250 Euro Minimum, 1000 Euro Maximum und dann kann man da ganz viele Profite und eigentlich steckt sich nur der Chef die Kohle in die Tasche. Und wer hat Ihnen das gesagt? Ich bin ja nicht doof. Das wisst ihr ja, doch selber, dass das so läuft. Bitte? Nö, ihr habt das nicht gesagt, aber es läuft doch so. Ach so, Sie machen das selber, oder wie? Nö. Ja, aber Sie das sagen? Aber ich habe ja Ahnung davon. So, sind Sie reingefallen, oder wie? Nö, reingefallen nicht, aber man merkt ja, was echt ist und was nicht echt ist und so. No. Und wie merkt man das? Zum Beispiel, wenn in Deutschland jemand anruft, der eigentlich, naja, ich meine, Sie können jetzt Deutsch, aber meistens können ja alle kein Deutsch, die anrufen. Meistens verstehen sie ja nicht mal, wenn man sich unterhält. Und sagen dann einfach nur ja und lachen ins Telefon und wollen dann 250 Euro ergaunern. Und das war's dann eigentlich schon. So kann man die ganzen Gespräche zusammenfassen, ja. Ja, aber ich habe Ihnen ja gar nichts gesagt, ne? Also Sie sollten ja nicht das... als ja annehmen, also dass Sie ja das machen. Wir haben Ihnen kontaktiert, wenn Sie Nein sagen, ist ja Ihr Recht. Ja. Das heißt nicht, dass Sie ja das müssen ja unbedingt machen. So, ich mach mal Bitpanda auf hier, so, Moment. Bitpanda.com oder .io? .com. .com. So, hat sogar eine deutsche Seite. So. Hat sogar von alleine erkannt, das ist selten. So, und dann gucken wir mal nach ganz unten. Ja, guck, so. Ja, genau. Und nun, jetzt bin ich auf der Seite, was soll ich machen? Ja, gibt's ja da zum Beispiel, Sie können ja da anmelden oder registrieren. Sie können ja da dann... einzahlen, Sie können ja dann handeln, Sie können ja verschiedene Sachen machen. Das heißt nicht, dass Sie ja unbedingt machen, ne? Schauen Sie erstmal an. Ja, und dann? Dann können Sie sich entscheiden. Wenn diese Plattform seriös ist, dann können Sie überprüfen alles, was Sie ja immer möchten bei der BaFin und so alles. Ja, und wo verdient Ihr da Geld mit dran? Wir verdienen da gar nichts, mein Lieber. Ja, aber wofür geht man denn arbeiten? Wir geben da unsere Möglichkeit, dass Sie ja Reklamen machen, also für Bitpanda zum Beispiel. Ja, sieht erstmal aus wie eine seriöse Plattform, aber das ist ja dann noch nicht von euch. Also eine seriöse Plattform ruft ja nicht einfach so an. Ja, aber das ist ja eine Werbung, mein Lieber. Welche, zum Beispiel. Was denn? Werbung. Ja, Sie können da erst nachschauen und handeln können Sie ja selber machen. Das heißt nicht, dass Sie ja mit uns das machen sollen. Hm. Es ist ja eine Werbung, ne? Ja, worüber denn? Wofür ist denn die Werbung? Über Bitpanda. Okay.
Okay. Sie können das schauen, überprüfen. Wenn das seriös ist, dann können Sie sich anmelden und handeln, wenn Sie das wünschen. Aber ohne uns sozusagen. Wir stellen ja nur unsere, also nicht unsere Unternehmen, sondern Bitpanda stellen wir dann Ihnen vor. Und dann, wenn Sie ja interessiert sind, dann handeln Sie ja da auf den Plattformen. Ja, aber jetzt habe ich noch nicht verstanden, womit ihr Geld verdient. Macht ja keiner kostenlos. Ja, aber was, also was interessiert ja Ihnen, wenn, ob wir was da verdienen oder nicht? Sie sind ja, wenn Sie seriös sind, können Sie ja also eine Registrierung machen, handeln und so weiter. Aber mich interessiert ja schon, wie der Partner von mir Geld verdient. Das macht ja schon Sinn, aber die Webseite hat einen Bug, man kommt ja aus dem Video nicht mehr raus. Muss man Seite neu laden, dann geht's. So. Also, wieso möchten Sie ja wissen, wo wir ja damit Geld verdienen, wenn Sie ja nichts davon haben? Jo. Scheiße, man will ja mal wissen, wie die Gegenseite da auch dran verdient. Ich meine, ich frage ja meine Bankberaterin auch, woran sie verdient. Kann man ja machen. Und wenn man nichts Ja, zu aber die. verbergen hat, dann kann man das ja. Ich mache mal Nein, hier auf also neues das ist ja Konto. normal. Also, wenn ich Ihnen ja das sage, wir stellen ja diese Unternehmen vor. Wenn Sie interessiert sind, können Sie sich anmelden, einloggen, investieren und so weiter. Wenn nicht, dann nicht. So, ich melde mich mal an. AGBs akzeptieren, den anderen Kram hier akzeptieren, Newsletter wollen wir nicht, Konto erstellen. So, jetzt bin ich bei Bitpanda angemeldet. Angemeldet sind Sie. Ja, ich muss jetzt noch eine E-Mail bestätigen, das dauert ein bisschen, aber in der Zeit kannst du mich auch verquatschen. Jo, was mache ich nun? Haben Sie sich angemeldet? Ja. Ja, okay. Da gibt es ja Möglichkeiten, zum Beispiel Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. Ja, jetzt wissen Sie ja selbst, wie das funktioniert, wenn Sie ja das wissen, wie die anderen Menschen sagen, 250 oder was weiß ich. Ja? Sie kennen sich aus, nehme ich an. Ja, auskennen wäre jetzt zu viel gesagt, aber ja, Ja, also bis hier war ja mein Job, dass ich ja Ihnen das gezeigt habe, ja. Und dann wissen Sie ja selbst, was Sie ja machen sollen. Und mehr kommt da jetzt nicht. Und ne. Ach so. Ja. Das ist ja komisch. Wieso ist es ja komisch, mein Lieber? Ja, weil ich mich frage, wo du da jetzt dein Geld dran verdienst. Dein Chef muss doch dafür jetzt irgendwie Geld bekommen, damit er dich bezahlen kann. Sonst macht keinen Sinn. Also, wieso möchten Sie ja das wissen, wenn Sie ja glücklich sind selber, ich weiß nicht. Ja, weiß auch nicht. Das ist halt noch eine ganz normale Frage. Ja, ich sage ja Ihnen auch, bis hier war mein Job, dann können Sie ja selbst schauen oder Aha. irgendwas machen. Naja. Ja gut, und nun? Nix. Und dann, Weiter oder wie? bitte? Jetzt nix weiter oder wie? Jetzt ist ja, die Seite ist ja, Sie können ja das auch auf Deutsch machen, ne? Sie verstehen das auch. Ja, ich bin ja hier auf Deutsch. Aber was sehr auffällig ist, ist, dass ganz, ganz viele positive Bewertungen mit einmal kommen. Und dann gibt es mal wieder eine Negativbewertung über Bitpanda und dann kommen wieder ganz viele positive. Das ist auch ziemlich auffällig. Völlig so. Die Positiven kommen immer gleich drei, vier, fünf Stück, alle an einem Tag. Ja, aber Sie wissen, dass meisten Menschen benutzen den Namen von Bitpanda zum Beispiel, um Geld ranzukommen, ne? Sie wissen, wie das funktioniert. Ja, genau, das Deshalb. weiß ich ja, wie das funktioniert. Richtig. Ja, und man kann ja da auch schlechte Bewertungen geben, also schreiben, weil eigentlich die anderen Menschen machen da das. Also die benutzen den Namen von Bitpanda. Ach so, ja. Und dadurch nehmen die das Geld weg und dann, klar, Bitpanda ist schuld, ne? Die denken das so. Ach so, na gut. Oder? Ja, wusste ich nicht, kann ja sein. Habe ja nicht Ja, Sie gesagt, dass wissen das. es, weil wenn Sie sagen 250 und so weiter, dann da wissen Sie ja davon. Ja, gibt halt eine Menge Betrug, ne? Ja. Alles in Ordnung jetzt? Haben Sie die Seite? Haben Sie alles, ne? Ja, die Bestätigungs-E-Mail dauert noch, aber ja. Okay, dann. Sie können das alles
da drauf schauen, ist ja auf Deutsch und so. Richtig. Ja, dann bedanke ich mich und wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Na dann, tüdelü. Tschüss. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Herbert. Ich bin Christa Müller aus Sicherheitsabteilung von DNCA Investmentfirma. Ich Aha. möchte wissen, haben Sie eine Erfahrung im Online-Trading oder nicht? Was ist denn das? Wie bitte? So, was ist denn das? Im Online-Handel haben Sie Erfahrung? Ja, bei Amazon, da habe ich ein Konto und eBay auch. Wie bitte? Ich sage, bei Amazon, da habe ich ein Konto und bei eBay auch. Ja, Sie haben ein Handelskonto in unserer Firma. Und unsere Firma hat 300 Euro zu Ihrem Handelskonto weitergeleitet, damit Sie diese Geld benutzen können und wöchentlich oder monatlich profitieren können. Aha. Und meine Verantwortung ist, diese Konto aktivieren und Ihnen geben, damit Sie Ihr Geld benutzen können. Und auszahlen oder weitermachen mit Ihrem Finanzberater und mehr profitieren. Was profitiert man denn da? Ich weiß ja nicht, was Sie meinen. Wie bitte? Ich sage, wie meinen Sie denn das? Ich weiß doch ja nicht, was passiert. Es ist über Online-Handel, Online-Trading. Online-Training. Was muss ich denn dort ja. trainieren? Was muss ich denn dort trainieren? Also wie ich schon gesagt habe, Sie haben diese 300 Euro Bonusgeld. Und also, wenn ich werde Ihr Konto aktivieren, Sie werden Zugriff haben zu Ihrem Konto und einfach auszahlen diese 300 Euro Bonusgeld oder weitermachen mit Ihrem Finanzberater und diese Bonusgeld benutzen in verschiedenen Plattformen und Geld bekommen von unserer Firma, regular. Achso, jede Woche oder jede Monat. Da kriege ich einfach von Ihnen Geld für Amazon oder wie? Wie bitte? Da kriege ich von Ihnen jetzt Kohle für Amazon, oder wie? Oder wie meinen ja. Sie das? Ja, also kann ja, ich, also kann ich damit shoppen gehen mit dem Geld? Oder wie muss ja. ich das verstehen? Ach so, na dann ist ja, na, ja, das klingt ja gut, ja, wissen Sie, Ihre Stimme ist so leise, ich kann nicht verstehen, was Sie sagen. Okay, weiß ich schon nicht, musst du mal die Musik da ausmachen, dann hörst du vielleicht noch besser. Okay. Ja, also Herr Herbert. Ja? Wenn ich werde Ihr Konto aktivieren, Sie werden von unserer Firma Finanzberater haben. Ja. Und Ihre Finanzberater, Finanzexpert, wird helfen, damit Sie werden die richtige Plattform diese Bonusgeld benutzen. Und profitieren. Zum Beispiel diese 300 Euro Bonusgeld kann 600 Euro oder mehr sein, ja? Aha. Jede Woche. Und da kann ich dann von ja. shoppen gehen? Oder wie? Ja, okay. Ja, genau. Ja. Aber warum sagen Sie dann immer, Was Herr, müssen Herr... Sie dann können Sie machen? Warum sagen Sie denn immer, Herr Herbert? Das ist doch mein Vorname. Ja, kein Problem. Entschuldigung. Schulzspecht. Ja, Schulzspecht ist mein Name. Ja, Schlupfspecht. Ja. Schenke mal eine Flasche. Das ja, Entschuldigung, ja, das ja. war Fehler. Schlupfspecht. Ja. So, was muss ich denn da nur machen, dass ich da shoppen kann von den 300 Taler? Ah ja, wissen Sie, Herr Schlupfspecht? Ja. Sie werden regular von unserem Unternehmen Geld kriegen. Deshalb, wir müssen sicher sein, dass Sie unsere offizielle Kunde sind. Ja. Weil wir werden regular Profit, ja, weiterleiten zu Ihr Handelskonto. Aha. Und für das, Sie brauchen auch Geld weiterleiten zu Ihr Handelskonto für Anfang. Damit wir werden sicher sein. Ja. Und Ihr Konto wird völlig aktiv sein und ich werde Ihr Daten weiterleiten zum Finanzabteilung. Und dann, Sie werden Anruf bekommen von Ihr Finanzberater. Ja, okay, also kriege ich da auch noch einen Berater gratis dazu? Ja, Sie werden ja. Ihr eigenes Finanzberater haben. Damit Sie werden diese Bonusgeld, 300 Euro Bonusgeld, richtig benutzen im Online-Plattform.
Okay, kann man das auch falsch benutzen? Nein, wissen Sie, Sie können diese 300 Euro Bonusgeld investieren, testen, so gesagt, erste Woche. Und zum Beispiel, Geld wird zirkulieren, ja, im Online-Plattform, es wird nicht so bleiben. Da Sie werden Profit bekommen, zum Beispiel jede Woche. Erste Woche, Sie können von diesen 300 Euro Bonusgeld 600 Euro machen. Das heißt, noch eine 300 Euro. Oh, dann, Sie werden auszahlen, diese, ja, Ihre Profit, und gehen zum Shopping, zum Beispiel shoppen. Ja, das ist gut, also, weil, wenn ich das noch bei Amazon benutzen kann oder so, weil ich habe ja sowieso vor, weil, wissen Sie, ich habe ja... Wie Sie ja möchten, Sie ja können es benutzen, ja, es ist Ihre eigene Entscheidung. Ja, weil die Rosi, die braucht ja auch immer mal... zusammenarbeiten. Die Rosi, die shoppt sich immer nach neue Schlipper, weil die verkauft ja ihre gebrauchten Schlipper dann hier immer bei eBay. Und da kann man schon auf jeden Fall immer schön YouTube mit Amazon gebrauchen. Da brauchen wir ja hier müssen wir immer neue Schnipper regelmäßig kaufen, weißt du? Und da ist das dann schon ganz praktisch, wenn man das kostenlos machen kann. Wissen Sie, Herr Schluckspecht, wir brauchen zusammenarbeiten. Ja, wir können nicht so unser Geld wegmachen. Sie werden regular profitieren. Deshalb, Sie brauchen auch Geld weiterleiten zu Ihr Handelskonto. Und minimaler Betrag ist 100 Euro. Nur einmal, Sie machen 100 Euro und Sie können regular profitieren, weil Sie werden wenn Sie werden 100 Euro weiterleiten, zusammen mit Ihr Bonusgeld, das wird 400 Euro sein. Und Sie werden diese 400 Euro benutzen und regular profitieren. Ja. Das heißt, es wird nicht so bleiben, diese 400 Euro, sondern es wird mehr sein. Ach, dann wird es sogar noch mehr sein. Weil im Online-Plattform, es zirkuliert, ja, Geld zirkuliert. Es wird nicht so bleiben wie zum Beispiel in Banken, wie in Bankkarten. Ja, da wird Bankmann ja eh immer nur verehrt. Also es ist schon gut, da wird sich der Rosi freuen, wenn der Rosi jetzt in Zukunft noch mehr Schlupperchen kaufen kann. Wie bitte? Ich sage, da wird sich der Rosi freuen, wenn sie noch mehr Schlupperchen kaufen kann. Ich habe nicht so gut gehört, wissen Sie. Also, ich möchte fragen, welche Bankkarte benutzen Sie? Also, da war ich ja mal an eine kleine ja, mit einem Osterhasen, meinst du, oder wie? Es ist Master oder Visa? Weiß ich nicht, wir kriegen sowas raus. Ich möchte wissen, Ihre Bankkarte ist Masterkarte oder Visa-Karte? Ja, weiß ich nicht, wir kriegen sowas raus. Oder Giro? Was macht man damit? Können Sie es schauen sagen? Ja, ich muss mal gucken, warten Sie mal, da muss ich mal gucken gehen, wo der Garten liegt, weil wissen Sie, die Rose, die räumt ja immer auf und dann ist das alles weg und dann muss man das immer alles suchen und ja, wir haben ja so eine große Wohnung und wissen Sie, neulich, da ist mir ja was passiert. Da habe ich unterwegs, habe ich da aus Versehen Pups verloren und jetzt hat dann eine fremde Frau hinter uns gerochen und da musste ich da auf den Krankenwagen kommen. Herr Schluckspecht, haben Sie WhatsApp? Ja, ach, das ist mein hier mit den Nachrichten, wo man sich so lustige Bildchen schicken kann. Ich möchte Nachrichten senden und alle Informationen, ja? Na, aber wissen Sie, WhatsApp benutzen war immer nur für den Versand von Fotos von den Geschlechtsteilen. Ich kann auch zu Ihrer E-Mail schicken, kein ja, Problem. Das mit der E-Mail da. Da machen wir meistens die seriösen Geschäfte, weil in WhatsApp das ist da nur mit den Schniedeln. Ja, mit den Titzen. Ja, ich weiß, wir arbeiten mit WhatsApp und mit Mail. Ja. Es ist kein Problem, ja. Während unserer Gespräche, ich habe versucht, Ihnen per WhatsApp zu finden, aber es gibt kein WhatsApp mit dieser Nummer. Nee, auf der Nummer haben wir keinen WhatsApp, wie gesagt. Da schicken wir ja eigentlich nur die Genitalbilder umher. Also okay, wenn der Rose mal wieder ein bisschen freizügig rumgelaufen ist und die Titschen raushängen, ist ja auch gerade Sommer, das wird ja alles schon wieder schön warm, da kann man ja mal die Titschen blitzen lassen und da schickt man uns immer so eine Bilder in WhatsApp. Und naja, wenn da mal mein Schniedel so an der Hose rechts oder links rausguckt, da kann man ja schnell mal ein Bild von machen und bei WhatsApp schicken, wissen Sie? Okay, ich werde jetzt zu Ihrer E-Mail, unsere Webseite und alle Informationen schicken, ja? Können Sie buchstabieren Ihre E-Mail? Nee, ich bin Analphabet, das mit dem Buchstabieren, das kann ich nicht so. Okay, ich habe Ihre E-Mail. Einfach, ich möchte
prüfen, deshalb ich habe gefragt. Ja. Kein Problem. Das habe ich mir gedacht. Also okay, Herr Schluckspecht, ich werde alle Informationen zu Ihrer E-Mail senden. Bitte schreiben Sie mir zurück, ja? Also da auf die E-Mail soll ich zurückschreiben? Ja, wenn Sie werden meine Nachricht bekommen, bitte lesen Sie es und schreiben Sie mir zurück, damit ich werde verstehen, was sollen wir machen. Ja. Ja? Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Wie denn? Ich dachte, wir machen das jetzt fertig. Wie bitte? Ich dachte, wir machen das jetzt fertig. Jetzt wollen Sie da doch abhauen. Nein, ich werde E-Mail senden. Dankeschön. Na, aber wie meinen Sie denn das? Hallo? Ja. Herr Stanfiger? Guten ja. Tag. Mein Name ist Lina Preute und ich rufe Sie in Bezug auf Ihre Anmeldung an. Sie haben Interesse an Online-Handel gezeigt, stimmt das? Wann habe ich ja, mich Ja, erinnern Sie sich daran. Aber wann denn? Bitte? Wann denn? Sie haben sich heute angemeldet. Deshalb rufe ich Sie an, um Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ach, heute? Nö, ich habe doch den Computer noch gar nicht an. Ja. Nein, Sie können das alles am Handy machen. Oder Sie könnten eben zum Beispiel gestern am Abend spät das machen, das ist kein Problem. Sie konnten das früher machen, aber jetzt ist dieser Meldung nur jetzt zu mir gekommen. Okay. Sagen Sie bitte, haben Sie schon auf Finanzmarkt solche Erfahrungen gesammelt oder noch nicht? Nö. Noch keine, das ist überhaupt kein Problem. Sie sollen verstehen, dass Sie von uns eine Hilfe bekommen und Sie machen alles Schritt für Schritt, alles mit dem Fachmann, sondern nicht selber. Was bedeutet das? Sie haben schon Handelskonto, aber auf Ihren Namen, auf diese Telefonnummer, auf diese E-Mail-Adresse, aber das ist noch nicht aktiviert. Ich bin Account-Manager und ich werde Ihnen helfen, das alles richtig zu machen, damit Sie also dort keinen Fehler tätigen. Dann, wenn Sie Ihr Handelskonto aktivieren, Sie machen diese erste Investition auf Ihr Handelskonto, danach bekommen Sie den Fachmann. Er wird für Sie persönliche Strategie aufbauen und alle nötigen Analyse machen. Was brauchen Sie, nur mit ihm eins oder zweimal pro Woche zu telefonieren? Sagen Sie bitte, ist das machbar für Sie? Was? Zwei oder dreimal? Oder einsmal? Was denn? Ich habe die Frage nicht verstanden. Was denn? Haben Sie überhaupt gehört? Was haben Sie genau nicht verstanden? Ja, die ganze Frage. Ist das für Sie, also werden Sie 20 Minuten pro Woche oder halbe Stunde für den Fachmann finden? Und das alles mit ihm zu besprechen, damit Sie diese erste Erfahrung sammeln können. Ja, bestimmt. Okay, sagen Sie bitte, bleiben Sie bitte kurz dran. Also sagen Sie mir bitte, wann Sie meistens zu erreichen? Ja, meistens nachmittags. Meistens ab wie viel Uhr? Also ab 13 Uhr. 13 Uhr, ja? Ja. Okay, und sagen Sie bitte, bis diese Uhrzeit arbeiten Sie? Was? Bis diese Uhrzeit arbeiten Sie oder haben Sie Schichten? Nee. Okay, habe verstanden. Sagen Sie bitte, auf welche Weise ist es bequem, Ihr Handelskonto zu aktivieren? Also vielleicht benutzen Sie Online-Banking? Nee. Kein. Oder, also und Sie haben überhaupt kein Bankkonto? Doch. Haben Sie. Sehr gut. Dann normalerweise gehen Sie in die Bank, um Überweisungen zu tätigen, stimmt? Ja. Sehr gut. Dann sagen Sie bitte, mit welcher Summe würden Sie gerne das also am Finanzmarkt einzusteigen? Bei der Werbung haben Sie gesehen, dass mindestens die Summe 250 ist. Ja, erinnern Sie sich daran? Nee. Nee? Okay, das habe ich verstanden. Mit welcher Summe würden Sie gerne einsteigen? Ab 250. Vielleicht können Sie also 300 oder zuerst mit 250. Dann werden können, also dann später können Sie Entscheidungen treffen, ob Sie weiter investieren wollen. Weiß ich nicht. Was würden Sie dazu sagen? Also, bitte? Weiß ich nicht. Also, dann können Sie versuchen mit 250. Sie werden verstehen, wie das alles funktioniert. Sie werden das alles ausprobieren, diese erste Erfahrung sammeln. Dann jedes Moment können Sie zusätzlich Einzahlungen tätigen. Das ist Ihre Entscheidung. Ja. Ja, okay. Und darf ich überhaupt fragen, Sie sind berufstätig, ja, wie ich verstanden habe? Nee. Also, nee, darf ich fragen, also, wie lange schon sind Sie? Also, oder sind Sie schon Rentner, oder, Nee, ich habe noch nie gearbeitet.
Noch nie gearbeitet? Darf ich fragen, wie alt sind Sie? Ich bin 29. 29? Ja. Und Sie arbeiten noch nicht? Darf ich fragen, warum? Sie sollen das nicht arbeiten, Sie haben genug Geld, oder? Ja, ich habe geerbt. Okay, sehr gut. Bitte? Bitte, ja, ich höre zu. Ja, ich habe geerbt. Bitte, bitte? Ja, ich habe geerbt. Ehrlich gesagt, habe ich akustisch nichts verstanden, was Sie darunter meinen. Na, abgekratzt und dann kriegt man das Geld. Also, Sie bekommen Hilfe von der Stadt, oder was meinen Sie? Nö. Nee, das bekommen Sie nicht. Okay, aber Sie haben irgendwelches passives Einkommen. Nee, ich habe mein Einkommen, also gar kein Einkommen. Nee. Ich habe einfach nur Geld auf mein Konto. Aber meine, auf welche Weise verdienen Sie? Was? Auf welche Weise verdienen Sie? Na ja, nicht. Ich habe das Geld auf mein Konto. Okay, und das bedeutet, dass Sie kein Geld haben, um zu investieren, oder was meinen Sie? Nee. Okay, das habe ich verstanden. Wie viel Geld denn haben Sie auf Ihr Bankkonto heutzutage? Na, das sieht Sie doch auch nicht an. Bitte nochmal, akustisch habe ich nicht wieder verstanden. Ich sage, das sieht Sie nicht an, wie viel ich auf mein Konto habe. Nein, ich soll verstehen, ob Sie überhaupt am Finanzmarkt einsteigen können. Wenn Sie zum Beispiel 250 haben, dann gut. Sie können also einsteigen und das alles ausprobieren. Aber wenn weniger, leider kann das nicht gehen. Ich soll nur verstehen, also auf welche Weise Sie überhaupt leben. Wir sollen nicht also mit Kunden arbeiten, die das letzte Geld für Trading ausgeben. Verstehen Sie? Aha. Ja, nö. Ich bin für reich und kann mit dem Geld mir Drogen, Koks und Nütten kaufen. Ach so, okay, das habe ich verstanden. Und okay, wie viel bekommen Sie pro Monat denn? Schätzungsweise. Na, gar nichts. Gar nichts? Ich habe ein Geld. Okay, und wohnen Sie mit Eltern oder schon selber? Nee, ich wohne alleine. Alleine, okay, habe verstanden. Und darf ich fragen, wir kommen aus Deutschland? Ja. Sehr gut, sehr gut. Das bedeutet, dass Sie ein bisschen schon selbstbewusst sind. Ja, in welchem Alter? Okay, Sie haben solche Möglichkeit, also dieses passive Einkommen zu erhalten. Verstehen Sie? Und Sie sollen nicht arbeiten. Ja, das ist gut. Wenn ich nicht arbeiten muss, dann ist das gut. Bitte? Ich glaube, wenn ich nicht arbeiten muss, dann ist das gut. Sie wollen nicht arbeiten? Ja. Überhaupt? Keine ja. Arbeit wollen Sie eben finden oder sowas? Nö. Herr Schleswiger, sagen Sie bitte, welche Ziele, wozu denn haben Sie sich denn angemeldet bei uns? Ich soll verstehen, welche Ziele wollen Sie verfolgen? Und wie, auf welche Weise wir Ihnen helfen können überhaupt? Weiß ich nicht. Sie rufen doch an. Weil, wissen Sie nicht? Sie sind der Mann. Ich habe gerade, dass Sie irgendwelche Pläne in Ihrem Kopf schon haben oder Gedenke oder sowas. Wie können Sie das beschreiben überhaupt? Welche Pläne, welche Vorstellungen hatten Sie, bevor Sie sich angemeldet hatten? Noch weitermachen, so wie bisher. Erzählen Sie mir bitte ein Hüschen. Bitte? Noch weitermachen, so wie bisher. Okay, also, was meinen Sie? Sie wollen weitermachen. Okay, dann Sie können irgendwo diese 250 nehmen, um diese erste Investition auf Ihr Handelskonto zu machen, oder nicht? Ja. Ja, können Sie. Okay, wie lange kann das bei Ihnen dauern? Ja, weiß ich nicht, bis ich das überwiesen habe. Bitte nochmals? Nur bis ich das überwiesen habe. Sie haben schon überwiesen? Nee. Okay, das habe ich verstanden. Herr Steinfeger, es geht jetzt um seriöse Sachen, ja? Ja. Ich soll verstehen, welche Pläne Sie haben. Sie wollen einsteigen. Ja, sagen Sie bitte, wann werden Sie dieses Geld erhalten, bekommen und haben, damit Sie die erste Investition auf Ihr Handelskonto tätigen können? Die Frage hat hier keinen Sinn, die ist irgendwie unlogisch, die Frage. Bitte nochmals und bitte ein bisschen deutlicher sagen, akustisch höre ich fast nichts. Ich höre, die Frage hat keinen Sinn ergeben. Wann können Sie dieses Geld finden, um einzusteigen? Einfache Frage. Na, ich muss doch das Geld ja nicht suchen. Und Sie haben das? Ja. Okay, zuvor haben Sie mir gesagt, dass Sie das nicht haben. Nee, das habe ich nicht gesagt. Okay, habe verstanden. Sie haben WhatsApp auf diese Nummer? Oder das ist Festnetz, ich sehe, ja? Ja. Okay, dann sagen Sie mir bitte, Sie haben kein Online-Banking? Dann gehen Sie normalerweise in die Bank. Wann können Sie diese Überweisung dann tätigen? Nur wenn ich wohl dahin gehe. Bitte? Nur wenn ich wohl dahin gehe. Wohin? Na, in die Bank. In Bank? Ja. Okay. Sagen Sie bitte, ich soll nur verstehen, ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Sie haben überhaupt Ausbildung gemacht oder haben Sie an der Uni studiert? Nee. Nee, überhaupt?
Dann auf welche Weise haben Sie vor, Geld zu verdienen in der Zukunft? Na, vor hatte ich das ja auch nicht. Bitte? Na, vor hatte ich das ja auch nicht. Also, Sie machen nur Spaß, oder was? Nee. Nee? Okay. Dann machen wir so, ich schicke Ihnen Daten auf Ihre E-Mail-Adresse, dann können Sie sich Sie können diese Überweisung tätigen und Sie können mich melden. Dann wir können so machen, in einer Stunde rufe ich Sie an und dann werden wir alles mit Ihnen bis zum Ende besprechen, okay? Wie in einer Stunde? In einer Stunde gehe ich auch nicht zur Bank. Nein, noch nicht. Noch gehen Sie in die Bank nicht. Na, wir werden nur Termin ausmachen, okay? Und dann? Okay, dann rufe ich Sie in einer Stunde an. Alles Gute dann. Bis später. Tschüss. In einer Stunde bin ich ja nicht zur Bank. Kein Problem. Kein Problem. Alles werden wir besprechen. Alles Gute dann. Bis später. Tschüss. Das verstehe ich nicht. Tag. Guten Tag. Lili Lips. Ja, hier ist Lili Lips. Mein Name ist Patrick Koch. Ich arbeite in einem Trading-Unternehmen. Ja. Wissen Sie, was bedeutet Trading? Ja. Okay, sehr schön. Ich habe hier gesehen, dass Sie Ihre Kontaktdaten zur Aktivierung eines Handelskontos hintergelassen haben. Ist das so? Weiß ich nicht. Wie meinen Sie denn das? Bitte? Weiß ich nicht. Wie meinen Sie denn das? Okay, sehr schön. Kann ich Ihnen fragen, haben Sie Erfahrung auf den Finanzmärkten schon? Nee. Nee? Nicht nee. So schlimm. Aber ich möchte Ihnen sagen, unser Unternehmen heißt Trade Union. Unser Unternehmen bietet Ihnen die Dienstleistungen eines Finanzanalytikers an. Damit Sie freistand handeln können. Verstehen Sie das, ja? Nee, Sie reden so schnell. Wissen Sie, warum brauchen Sie diese Finanzanalytiker? Nee. Weil Sie alleine an der Börse nicht arbeiten könnten. Und deswegen bieten wir Ihnen solche Dienstleistungen als Finanzanalytiker. Sie können mit uns arbeiten und so Geld verdienen. Sie werden niemanden bezahlen und für nichts bezahlen. Sie werden einfach Ihr Geld verdienen. Sie werden einfach Ihr Geld investieren. Wissen Sie so? Wie funktioniert denn das? Bitte? Wie funktioniert denn das? Es funktioniert. Sie sollen zuerst mit uns, sagen wir so, solche Mindestsumme, 250 Euro, investieren für Ihr Handelskonto. Sie werden zuerst Ihr Handelskonto eröffnen, dann werden Sie diese Summe, 250 Euro, von Ihrem Konto zum Handelskonto überweisen, dann werden Sie von unserem Finanzanalytiker besprechen, werden Sie mit ihm einen Plan machen. Wenn Sie möchten, er kann Ihnen ein bestimmtes Investitionsportfolio vorschlagen, aber wenn Sie sagen, nee, ich möchte mein eigenes Portfolio machen, dann werden Sie mit unserem Finanzanalytiker ein eigenes Investitionsportfolio machen. Ich dachte, das kann man nicht alleine. Bitte? Ich dachte, das kann man nicht alleine. Ja, natürlich. Ich möchte Ihnen sagen, deswegen brauchen Sie Finanzanalytiker. Er wird Ihnen alles vorschlagen, alles empfehlen, alles Ihnen werden Tipps geben. Sie werden mit Hilfe unserer Finanzanalytikers etwas verdienen. Das ist ja toll. Wenn Sie zum Beispiel keine Kenntnisse in diesen Bereichen haben, könnten Sie natürlich unserem Finanzanalytiker sagen, er wird Ihnen noch solche Podcasts schicken über dieses Unternehmen, über dieses Trading. Aber wenn Sie sagen, nee, ich habe keine Zeit, ich kann nicht alles alleine machen, denn Sie können sagen, unser Finanzanalytiker, er wird alles alleine selbstständig machen, Sie werden einfach Ihr Geld kontrollieren, alles ist da, oder nee, Sie werden einfach kontrollieren und Geld verdienen. Passt es Ihnen? Das hört sich aber toll an. Bitte? Ich sagte, das hört sich sehr toll an. Doch. Das mindestens 250 Euro, ich kann aus meiner Erfahrung Ihnen sagen, dass dieses Service in vielen Unternehmen mehr als fünfmal oder zehnmal teuer ist. Und das, man muss nicht sagen, dass es so teuer ist. In diesem Leben muss man alles probieren. Sie können nicht für niemanden bezahlen. Sie werden einfach investieren. Das wird Ihr Geld. Das wird einfach Ihr Geld. Sie werden einfach für etwas investieren. Ja, ich probiere gerne neue Sachen aus. Bitte? Ich probiere gerne neue Sachen aus. Okay, sehr schön. Haben Sie WhatsApp in dieser... Welche Zahlungsmöglichkeiten haben Sie? Damit WhatsApp kann man doch nicht bezahlen. Ja, ich verstehe. Ich möchte Ihnen einfach Links schicken. Welche Zahlungsmöglichkeiten haben Sie? Visa-Karte, Mastercard, Maestro oder Online-Banking?
Ich habe eine Hagebaumarktkarte. Welche? Hagebaumarkt. Kann ich Ihnen fragen, arbeiten Sie irgendwo oder beschäftigen Sie sich mit etwas? Wie meinen Sie das? Bitte? Wie meinen Sie das? Ich möchte Ihnen sagen, arbeiten Sie irgendwo? Ja. Wo arbeiten Sie? In Susis Stripclub. Okay, und wie alt sind Sie? Ich bin 29. Okay, sehr schön. Wie viel könnten Sie pro Monat verdienen? Sagen wir so, ist es mehr als 1.000? Bei euch? Was ist Ihr Einkommen? Ach so, in einem Monat? Das kommt aber darauf an, wie viel mehr die schmucken Typen zu stecken. Bitte können Sie noch einmal wiederholen, ich habe nicht gehört. Das kommt immer darauf an, wie viel Geld mir die schmucken Typen zustecken. Okay, sehr schön. Aber ist es mehr als 1.000 oder ne? Meistens ja. Ich möchte auch probieren. Kann ich auch probieren? Ich möchte für etwas beschäftigen sich. Was wird mehr als 1.000 Euro bringen mir? Wir haben noch eine Stelle frei. Möchtest du dich bei uns bewerben, Stückelchen? Natürlich. Bringt es für mich 1.000 Euro mehr oder ne? Ich möchte nicht meine Arbeit einfach lassen. Hallo? Hallo? Ja? Ja? Wie viele Jahre arbeiten Sie in diesem Stripclub? 9 Jahre jetzt. 9 Jahre, sehr schön, sehr schön. Ja. Und was meinen Sie? Ist es gut für dich oder ne? Natürlich, ich verdiene damit mein Geld. Natürlich, sehr schön, sehr schön. Und was meinen Sie? Möchten Sie noch ein passives Einkommen haben? Möchten Sie mit uns weiterarbeiten? Ich mag passive Leute. Okay. Okay. Ich möchte Ihnen einen schönen Tag sagen und auf Wiederhören. Und was ist jetzt mit dem Handeln? Bitte? Was ist jetzt mit dem Handeln? Ich meine, dass Sie können nicht es machen. Warum? Weiß nicht. Ich vermute. Aber warum ruft Sie denn an? Ich möchte Ihnen einfach Tipps geben und mit einem anderen Mensch kontaktieren, mit einem Psychologe. Sie werden zuerst, meine ich, in der Krankheit einfach fahren und dort... Was denn für ein Psychologe? Bitte? Was denn für ein Psychologe? Brauchst du einen? Nee. Nee? Okay, einen schönen Tag wiederhören. Aber ich dachte, Bye. Wir unterhalten uns noch ein bisschen. Ich spreche mit Herrn Gerold Steiner. Sie ist im Apparat. Herr Steiner, Apparat zu haben, ich bin also der Peter Meier. Wenn Sie noch ein bisschen an mich erinnern können, wir haben uns mal beide unterhalten. Keine ich habe Sie sogar auch in der Mail gesendet. An gerold.meier@mdcc.de. Ist das auch korrekt? Ja, keine Ahnung. Super. Also, was für eine Erfahrung haben Sie denn im Handelbereich gemacht? Keine. Ha? Na ja, keine. Okay. Und mit welchem Betrag wollten Sie denn starten, damit ich jetzt für Sie alles vorbereiten kann, Herr Steiner? Auch mit gar keinem. Warum sind gar keinen? Na, ich wusste doch nicht, dass Sie anrufen, also kann ich ja nicht gewollt haben. Also Sie haben sich ja bei uns angemeldet und wir wollen Sie dabei unterstützen, nur. Aha. Und mit einem ganz kleinen Betrag können wir schon starten und dann werden wir schon die Seriosität der Unternehmen schon checken, wie wir auch für Sie Profite machen, weil von dem Profit generiere ich auch meine Profite auf jeden Fall. Ansonsten erhalten Sie immer das Kapital, was Sie bei uns erreichen haben, Herr Steiner. Ja, wollen wir nicht die Seriosität erstmal checken, bevor ich Geld inzahle? Wie bitte nochmal? Wollen wir nicht erstmal die Seriosität checken, bevor ich Geld inzahle? Ja, das auf jeden Fall. Was denn? Wie wollen Sie das zum Beispiel machen, Herr Gerold Steiner? Weiß ich nicht, versuchen Sie mich doch zu überzeugen. Also, Herr Steiner, da haben Sie ja vollkommen recht, Herr Steiner. Das ist eine ganz konkrete Frage. Und da will ich auf jeden Fall richtig seriös mit Ihnen sein, weil Sie arbeiten in Finanzen schon über mehrere 8 Jahren. In Finanztätig bin ich hier tätig. Ich habe mal damals in der Gastronomie gearbeitet. Dann habe ich ja diese Branche gewählt. Und wir sitzen ja in Frankfurt, da ist unsere Filiale und wir arbeiten mit Kryptowährungen, wir arbeiten mit Indizien, Aktien, Rohstoff, allgemein was mit Handel zu tun hat.
Wir sind nur eine Tochtergesellschaft. Also die Börse sind ja in Frankfurt, das wissen Sie ja, wo die ist. Wir arbeiten für die Börse. Wir traden mit verschiedenen Währungen, was wir vorne sehen, was wir auf unserem Fernsehen sehen, ob der Rubel steigt, ob der sinkt, ob die Lufthansa steigt oder fällt, ob der DAX was da entwickelt. Diese Möglichkeiten machen wir hier. Wir arbeiten nur mit dem Geld des Kundes. Sobald der Kunde Geld eingezahlt hat, hat er 250 Euro oder 500 Euro. Und wenn wir jetzt mit diesen 500 Euro oder 250 Euro einen Gewinn in Wirtschaft haben, und daher bekomme ich meine Brötchen, 1-2% erhalten wir als gute Beratung. Das kann ich ja nicht jetzt, würde ich mal sagen, ich mache ja auch nichts jetzt etwas hier kostenlos. Das müssen Sie selber auch wissen. Und daher profitieren wir auch. Und so geht das immer bei uns weiter. Kunde zahlen Geld, Kunde machen Profite, Kunden lassen das Geld auszahlen. Und erstmal bekommen Sie die Testphase, um das ganze System erstmal auszutesten, zu schauen, wie das Ganze läuft, wie der Peter Meyer das mitgeteilt hat, ob da was raus wirklich gekommen ist. Ansonsten kann ich Sie nur als Kunde verlieren und Sie können das Geld auszahlen und basta. Leben geht immer weiter, Herr Steiner. Und wer, nichts kommt auch nichts raus. Und wer garantiert mir, dass ich das auszahlen kann? Weil die Betrugsfirmen kannst du dann wohl nicht mehr auszahlen, dann ist der Kohle weg. Also das soll bedeuten, Sie haben eine kleine Erfahrung mit jemandem das gemacht, die ich gecheckt habe. Nö. Also haben Sie noch gar keine Erfahrung in diesem Bereich gemacht? Genau, aber ich bin ja trotzdem nicht blöd. Ja, ja, okay. Ich habe ja nur gefragt, lieber Herr Steiner. Und ich werde Ihnen eine E-Mail schreiben an Firol.Steiner. Die E-Mail habe ich ja gerade eben auch genannt. Da bekommst du meine Kontaktdaten, wo du mich jederzeit erreichen kannst, wo du mich schreiben kannst, wo du die Plattform sehen kannst. Und auf der Plattform siehst du dein Guthaben drauf, was für ein Profit du gemacht hast. Da hast du auch neben Auszahlung wählen. Und da gibst du nur die IBAN-Nummer, die IBAN von Ihnen, die BIX Swiss-Code, die Summe, die Sie auszahlen wollen, und so haben Sie das Geld auf der Tasche wieder zurück. Boah, aber jetzt hast du ja gerade bewiesen, dass das alles Betrug ist da bei euch. Wer? Na du? Ja, wie? Was meinen Sie denn damit jetzt? Ja, ich weiß ja nicht, wann ich das du angeboten hab. Das kann ja nur unseriös sein. Wie meinen Sie das? Ich verstehe Sie jetzt. Kommen Sie bitte zum Punkt, konkret. Was sagen Sie? Na, hab ich doch gerade gesagt, was ich sagen will. Was hast du gesagt? Na, ich weiß nicht, wann ich Ihnen das Du angeboten hab. Herr Steiner, hast du dann recht? Kannst du bei der Plattform draufgehen erstmal und die Plattform erstmal anschauen, bitte? Doch, siehst du, genau das meine ich. Also unseriöser jetzt für mich. Sie müssen erstmal auf sich anmelden. Sie müssen erstmal bei iBank.io draufgehen, dann können Sie die Plattform sehen. Ja, aber so ein seriöses Unternehmen ruft ja auch nicht einfach an. Herr Steiner, wenn Sie mich weiter verarschen wollen, wenn Sie mit mir etwas anfangen wollen... Nee, Sie wollen doch die Leute verarschen und die Leute mir Geld betrügen. Sie bitte? Sie wollen doch die Leute verarschen, nicht ich. Sie rufen doch die Leute einfach an, ungefragt. Ich habe dir ein Angebot gegeben, du kannst einfach nur ein Ja oder Nein sagen. Das ist ganz einfach. Ja, und so ein seriöser Bankberater nennt den Kunden nicht auf immer du. Herr Steiner, ich habe Sie die ganze Zeit Herr Steiner genannt. Nee, Sie haben dann zwischendurch haben Sie du gesagt und so. Es tut mir leid. Tja, mir auch. Weil wie gesagt, ein normales, seriöses Unternehmen ruft doch nicht einfach die Leute an. Das ist nur deine Meinung. Nee, das ist keine Meinung. Das sind sogar Gesetze in Deutschland. Das ist nur die Meinung, die Sie gerade eben genannt haben. Nee, nee. Und genannt heißt es auch nicht. Das heißt genannt, nicht genannt. Und aus Frankreich, hier aus Frankfurt rufst du auch nicht an. Und Peter Müller oder so heißt du auch nicht. Das ist ja auch Quatsch. Okay, wie Sie wollen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich ja, das wünsche ich dir nicht, du Trüher. Ich hoffe, du verreckst an deine Kohle. Ich hoffe, dass dir richtig ein schlimmer Autounfall oder sowas passiert. Das wünsche ich dir. Du bist nur ein Schwein. Außer siehst du, ein gucke, Schwein bist du gar nicht. Gucke, du unseriöser Krimineller. Ja. Deine Mutter, die sollte sich was schämen, weil wenn die so ein Kind geboren hat, das ist ja eine Schande. Halt die Fresse. Na gucke, du... Oh? Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Ich heiße Oliver und ich telefoniere zu Ihnen, weil Sie auf unserer Plattform registriert sind geblieben. Ihnen war Bitcoin interessant. Ah, ich geklicken da auf Bitcoin da mit dem Geld 200. Ja, und das ist noch korrekt? Kann ich Ihnen eine kleine Information geben? Ja, korrekt ist noch in Ordnung. So, ja, kann ich machen tun. So. Auf unserer Plattform, ja, Sie können Manipulation machen, mit Krypto. Manipulation? Wen manipuliert man denn da? Da, machen tun?
Wann auf heute Bitcoin kostet $39,000, ja, und zum Beispiel morgen schon werden es $41,000. Okay. Sie können auf diese Manipulation ja schon Geld verdienen. Klingen ganz gut interessant, ja. Kaufen und heute verkaufen. Was? Wie bitte? Ja, das klingen sehr gut interessant. Ja, und wir bieten ja für unsere Kunden zwei Varianten. Arbeiten mit Roboter oder arbeiten mit unserem Fachmann. Ja. Mit Roboter, Sie können haben bis 30% von Ihren Einzahlen. Und mit Fachmann, Sie können haben bis 45%. Ja? Ja. Aber Fachmann, das sind für Leute, welche haben viel Zeit und möchten lernen. Ja? Wie funktioniert das? Ja. Wie verstehen Grafik, wann kaufen, wann verkaufen und so weiter, ja. Fachmann, das ist man, welche werden kontaktieren mit Ihnen alles Zeit. Wann werden gute Situationen, diese Mann telefonieren zu Ihnen und sagen, Sie müssen jetzt kaufen oder Sie müssen jetzt verkaufen. Ja, verstehen Sie? Guten, fein, toll. Und für Ihnen, was ist besser, Roboter oder Fachmann? Wie denn? Was ist interessant für Ihnen? Roboter oder Fachmann? Geht da beides? Ich weiß nicht, was. Mit Roboter, ja, Sie können. Roboter braucht nicht viel Arbeit. Sie müssen nur morgen anmachen und auch abends ausmachen. Okay, guten. Und mit Roboter? Ja. Machen tun. Aber auf welches Fall? Ja, zum Ende werden unsere Fachmann telefonieren und sagen, wie mit dieser Roboter arbeiten. Fein tun sollen. So. Und Ihnen ist nur Kryptowährung interessant oder anderes auch? Nee, ich nehme auch anderes. Also ich nehme alles, was ich da so haben kann, weil wenn es günstig ist und billig, dann kann man das ja mal machen. Und wann möchten Sie ja schon Geld investieren? Wir können heute Ihr Konto aktivieren und dann zum Ihnen, ich mache Ihnen ja Termin mit Fachmann und Sie werden schon mit Fachmann kontaktieren. Guten. Und kann ich auf Ihre E-Mail-Adresse Ihr Konto ja schicken? Kann man schicken machen tun, ja? Für Ihnen? Kann man machen tun, schicken. Wie besser ist für Ihnen? Durch Konto bezahlen, ja, mit Visum oder Mastercard, oder ich kann Ihnen unsere Überweisung schicken. Schicken? Ja, machen tun. Was schicken? Ja. Überweisung? Ja. Gut. Und dann, ich schicke jetzt Ihnen unsere Überweisung und ich mache Ihnen Termin auf morgen. Um wie viel Uhr Sie können bezahlen machen? So gegen 26 Uhr. 26? Ja, du gehören? Apfel? Nein, um wie viel Uhr? Ach so, ja, da gestern beim hier wo ja, wie sage ich das am besten? Ja. Bis welcher Zeit? Ja, Sie können schon Bezahlung machen. Ja. Darf man von den Zeugen Jehovas eigentlich auch einzahlen? Ja? Weil ich hab da Angst wegen dem Online-Handel, nicht dass der Teufel kommt, sonst komme ich ja nicht mehr ins Paradies. So, gucken Sie, ja? Ja, gucken. Das ist alles sicher hier. Ja. Weil Sie investieren Ihr Geld ja, ja, auf Börse, auf welcher Sie werden arbeiten. Ihr Geld, wann werden Sie mit Bitcoin arbeiten? Ihr Geld werden auf Bitcoin. Gut. Ja? Verstehen Sie? Nee. Und Ihr Geld werden schon von Bitcoin, ja? Wann Bitcoin werden mehr und dann Sie werden mehr Geld haben. Okay. Und wie viel mehr Geld kann man da haben tun machen werden? Wie bitte? Wie viel Geld kann man da haben tun machen werden? Ich verstehe Ihnen. Wieso nicht? Bisschen langsam. Langsam? Ja, ein bisschen langsam sagen, bitte. Haben Sie da Erfahrung? Ich? Ja.
ich habe ein bisschen Erfahrung, ja. Ja. Aber ich bin nicht Fachmann, ja. Fachmann, das ist schon Analytik, welche lange Zeit diese machen. Okay, und haben Sie da eine gute oder eine schlechte Erfahrung? Mhm. Okay. So, und dann... Und wie geht es Ihnen heute? Wie geht es Ihnen heute? Gut. Gut, okay. Haben Sie eine Visa oder eine Mastercard? Mit Mastercard werden schneller, ja. Wann möchten Sie mit Mastercard, ja? Soll ich Ihnen dabei helfen, das Konto zu aktivieren? Ja, ich kann Ihnen helfen, kein Problem. Also haben Sie Erfahrung im Online-Trading? Ja, okay. Ich habe schon, ja. Wissen Sie eigentlich, wo ich meinen Snickers hingelegt habe? Weil heute ist der Tag, an dem mein Snickers verschwand. Mhm. Ich kann Ihnen ein bisschen kleine Information noch geben, wann müssen Sie, ja? Okay. Normalerweise, ja, für Bitcoin ist 41.000 Dollar. Das ist der normale Preis für Bitcoin. Das ist in Ordnung. Am besten, ja, Preis werden auf Bitcoin, das ist 55.000 Dollar. Das ist am größten, ja? Okay, das klingt entzückend. So, warten Sie bitte eine Minute. Jetzt, ich mache für Ihnen ein Konto, ja? Ja. Und ich schicke auch Ihre E-Mail-Adresse. Okay, warten Sie bitte einen Moment. Da warte ich natürlich sehr gerne. Hallo? Ja, hallo? Gerd Steiner, hallo? Ja. Mein Name ist Anna Stritz. Ich rufe Sie von der Handelsplattform. Ja, von Sie haben die welcher denn? Registriert. Ja? Ja, von welcher denn? Unsere Plattform heißt E-Street und Sie haben sich bei uns registriert mit unserer Anzeige Roy Investing. Stimmt das? Kann sein, ja. Sagen Sie bitte, haben Sie Erfahrung auf dem Finanzmarkt zu arbeiten? Nee. Gut, dann sagen Sie bitte, haben Sie verstanden, wie alles funktioniert? Haben Sie vielleicht noch Fragen für mich? Habe ich nicht verstanden, nee. Können Sie alles erklären? Ja. Okay, so, unsere Finanzunternehmen arbeitet auf dem Finanzmarkt mit Kryptowährungen, Rohstoffen, Unternehmensaktien und andere. Wir kaufen, wenn der Preis dieser Währung fällt, kaufen wir und wenn der Preis steigt, verkaufen wir. Differenz mit Kaufen und Verkaufen ist Ihr netter Gewinn. Und wir bieten unseren Kunden zwei Möglichkeiten zu arbeiten. Sie können mit unserem Bot-System arbeiten oder mit unserem Finanzexpert. Der Bot-System ist ein Algorithmus. Er handelt für Sie automatisch. Und er arbeitet nach einem Algorithmus und schließt für Sie ein bisschen 10 oder 15 Deals pro Tag. Und so, es ist ein Algorithmus und es geht nie in den Minus. Und unser Expert ist ein Arbeiter. Und der Finanzexpert berät Sie persönlich, wo Sie aktuell investieren sollten und erklären Ihnen, wie man überhaupt auf dem Finanzmarkt Geld verdienen können. Und so, mit unserer Botschaften, Sie können verdienen ab 50% Profit pro Monat. Und mit unserem Expert, Sie können verdienen ab 70% Profit pro Monat. Aha. So, ja. Um auf dem Finanzmarkt zu arbeiten, Sie brauchen Ihr Handelskonto zu aktivieren mit unserer Handelsplattform. Und für es, wir brauchen mindestens Kapital. Es ist 250 Euro. Aber Sie können mehr erzahlen, wenn Sie wollen. Und es ist nicht Zahlung, aber es ist Ihre Investition. Und mit diesem Geld, Sie arbeiten mit Hilfe auf unsere Expert oder Bot-System auf dem Finanzmarkt und verdienen Ihre Profit. Aha. So. Ja. Und so, was ist besser für Sie? Vielleicht Bot oder Expert? Weiß ich nicht, was ist denn da besser? Expert besser. Okay, dann nehmen wir das. Okay, dann sagen Sie ein bisschen, haben Sie Interesse, mit uns zu arbeiten? Möchten Sie probieren, diese Konto zu aktivieren oder? Wieso probieren? Welches Problem? Wieso probieren? Ah, okay. Dann sagen Sie bitte, haben Sie Mastercard oder Visa oder vielleicht Girokonto? Wieso probieren? Wieso probieren, ja. Okay, und dann sagen Sie bitte, haben Sie... Wieso probieren? Haben Sie 3D mit Ihrer Visa? Wieso probieren? Haben Sie 3D? Wieso probieren? Können Sie auch Fragen beantworten oder klappt das nicht?
Ja, Sie können mit Visa probieren, aber sagen Sie bitte, haben Sie 3D mit Visa? Ja, aber wieso probieren? Okay, dann kann ich Sie jetzt schicken, Daten per E-Mail zum Beispiel oder per WhatsApp. Und Sie können Ihre Konto aussehen und dann machen alles selbst. Was war nochmal der genaue Grund Ihres Anrufs? Wiederholen Sie bitte. Was war nochmal der genaue Grund von Ihrem Anruf? Sie haben sich bei uns registriert mit unserer Anzeige Roy Investing. Und was war jetzt der Grund des Anrufs? Sie haben sich registriert bei unserer Plattform mit unserer Anzeige Roy Investing, um Kapital zu verdienen auf dem Finanzmarkt. Ja, und was ist der Grund Ihres Anrufs? Der Grund meines Anrufs ist, dass Sie haben sich bei uns registriert, um extra Geld zu verdienen mit unserer Hilfe auf dem Finanzmarkt. Mit Ihrer Hilfe? Okay. Aber warum beantworten Sie dann keine Fragen? Ich habe sich nicht gehört. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich habe schlechte Verbindung hier. Das liegt nicht an der Verbindung. Das liegt wohl eher von dem, oder an dem Headset, was aus dem Sperrmüll kommt. Spam? Nee, Sperrmüll. Nein. Sagen Sie bitte, haben Sie sich registriert für Anzeige Roy Investing oder vielleicht Bitcoin Code oder Tesla? Was? Haben Sie sich interessiert über zusätzliches Einkommen auf dem Finanzmarkt? Sagen Sie bitte. Ja. So, es ist der Grund, warum rufe ich Sie an und ich kann Sie helfen, Ihr Konto zu aktivieren und dann Sie können mit diesem Konto arbeiten auf dem Finanzmarkt. Okay, aber wie machen Sie das genau? Weil Sie können ja gar nichts. Also, haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Atmen fällt schon schwer, oder? Ich kann Sie alle Daten per WhatsApp schicken oder per E-Mail, wie Sie wollen. So, aber mit dem Deutsch müssen wir das nochmal üben, ne? Weil irgendwie funktioniert das ja mit der Kommunikation gar nicht. Ich verstehe Sie sehr schlecht. Können Sie bitte Deutsch sprechen? Das merke ich schon, aber ich glaube, ich rede deutlich genug. Das ist ja schon Hochdeutsch. Also Hochdeutscher kann man eigentlich gar nicht Deutsch sprechen. Also, aber ich bin Ausländer ein bisschen. Ja, das weiß ich. Ja, ich konnte aus England. Das glaube ich nicht, aber okay. Sie brauchen andere Personen? Ja. Mit besser Deutsch? Ja, da versteht man ja überhaupt nichts. Das ist ja komplett Quatsch. Das ergibt ja gar keinen Sinn, ja. Okay, dann vielleicht können Sie mit unserem Expert morgen um 10 Uhr sprechen? Nee, da bin ich kacke. Nee. Ich verstehe Sie nicht. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Interesse mit uns zu arbeiten oder nicht? Ja, natürlich. Dann wollen Sie Ihr Konto aktivieren oder nicht? Ja, natürlich. Können Sie diese Daten schicken für WhatsApp oder für E-Mail? Welche Daten? Kontodaten für Anmeldung. Ach so, und was hat man davon? Wir haben zwei Möglichkeiten. Ich kann Sie diese Daten schicken für E-Mail oder für WhatsApp. Ja. Sie können mir bitte sagen, welche ist besser für Sie, WhatsApp oder E-Mail? Na, WhatsApp sowas habe ich nicht. Das E-Mail, ja? Ja, kann man zum Beispiel machen, ja. Okay, dann ich schicke Sie alles per E-Mail jetzt und Sie können alles sehen und probieren zu aktivieren Ihre Konto, ja? Aber warum probieren? Sie können es aktivieren, wann Sie wollen jetzt. Ja, aber wieso probieren? Ich will es ja nicht probieren, ich will es ja machen. Gut, dann können Sie es machen. Und noch einmal bitte, sagen Sie mir bitte, haben Sie Visa, ja? Was? Sie haben Visa-Karte, ja? Was ist denn das? Haben Sie Kreditkarte Visa oder Mastercard? Nee. Girokonto? Was? Girokonto haben Sie was? Ja. Okay, dann können Sie dieses Konto aktivieren zur Banküberweisung, ja? Ich kann das auch per Karte bezahlen. Karte bezahlen. Aber wenn Sie haben keine Visa oder kein Mastercard, dann können Sie nicht bezahlen mit unserer Plattform. Ja, das habe ich. Visa oder Mastercard? Ja, genau. Nein, Visa oder Mastercard? Welche Karte? Ja, habe ich. Welche Karte haben Sie? Visa oder Mastercard? Habe ich beide. Beide? Ja. Also, okay. Dann sagen Sie bitte, haben Sie 3D-Secure mit dieser Karte? Was ist das? Ein 3D-Drucker also, auf der Karte? Nee, das habe ich nicht. Ja, wenn Sie zahlen durch Internet, dann brauchen Sie einen Code stellen. Mit Ihrem Handy oder mit Code stellen, Code Wörter oder Code Zahlen. Was ist das? Das ist ein 3D-Drucker. Ich habe keinen 3D-Drucker, habe ich nicht. Okay, dann können wir versuchen, mit dieser Karte
per Plattform alles machen, aber ja. Wenn sie haben 30 Euro, dann vielleicht es geht nicht und dann können sie meine Kundenberatung tätigen. Na, wozu brauche ich denn so einen 3D-Drucker? Ich schicke sie jetzt alles und sie können alles selbst sehen, okay? Wie geht das? Ich kann sie alles jetzt schicken per E-Mail und sie können alles selbst sehen und machen. Also ganz alleine dann? Ja. Also ohne sie? Ja. Aber ich dachte, sie helfen. Ich kann sie helfen, wenn sie wollen. Ich kann sie alles schicken und wir können es per Telefon machen. Haben sie schon geschickt? Nein, ich schicke sie jetzt alles. Sagen Sie bitte, Ihre E-Mail ist gerold.steiner@mdccfan.de, ja? Nee, .de, nicht dort, .de. .de, aha. Ja. Okay, dann schicke ich Sie jetzt alles, danke. Ja, und dann? Und dann rufe ich später an. Nee, später geht nicht. Ich gehe gleich spazieren. Hallo? Hallo? Ja, wen habe ich denn da? Frau Lips, können Sie mich hören? Wen möchten Sie denn sprechen? Lilly, Lilly, die schöne Lilly. Ja, Lilly Lips ist am Apparat. Lilly ist am Apparat? Ja. Okay, wir haben schon einmal gesprochen. Kannst ja. du dich erinnern? Nee. Nee? Nee. Das war schon vor ein paar Tagen. Okay. Sie haben an den Tag Spaß gehabt, das war schön bei Ihnen. Okay. Wie geht's dir heute? Entzückend. Bitte? Entzückend. Entzückend? Und bist du alleine zu Hause? Nein. Nein? Mit wem denn? Was? Mit wem bist du? Mit Pocahontas. Soll ich bei dir kommen? Nee. Nee. Aber du hast so schöne Stimme, so erotisch. Ja. Hast du, ne? Natürlich. Und ich kann nicht vorstellen, wie sie sich aussieht. Ich sehe aus wie ein Honigtöpfchen. Bitte? Ich sehe aus wie ein Honigtöpfchen. Noch einmal, bitte. Honigtöpfchen. Sind Sie hübsch oder Aber natürlich. Natürlich, sehr hübsch. Ja. Okay, okay, schön. Und wir möchten, dass Sie, diese hübsche Frauen so wie Sie, bei uns arbeiten und Profite machen. Okay. Möchten Sie das auch? Natürlich. Okay, öffnen Sie einen Computer, damit wir das Konto aktivieren. Ich habe doch nie einen Computer geöffnet. Wie macht man das? Schreiben Sie beim Google. Wie denn? www. Soll ich mit dem Schraubenzieher ins Gehäuse kratzen, oder wie? Bitte? Soll ich das mit dem Schraubenzieher ins Gehäuse kratzen? Ja. Okay. Hast du jetzt angemacht? Da ich suche doch einen Schraubenzieher. Da ist drin noch. Wie alt sind Sie? 29. 29, bitte. Ja. Hast du die Computer angemacht? Ich suche doch ein Schraubenzieher. Sie wissen schon, wo Google steht, ja? Na, ich soll's doch aufs Gehäuse kratzen. Da steht ja noch nichts. Ich suche ja noch den Schraubenzieher. Okay, was für ein Handy hast du? Na, so ein Smartphone. Ja, aber iPhone, also oder Samsung? Ja, das mit dem Apfel. Ein Apple, ja? Apfel, ja. Okay. Kannst du ganz kurz beim Apple... Setzen Sie mich auf Lautsprecher? Oder haben Sie mich schon gesetzt? Natürlich. Okay, gehen Sie beim App Store. Beim was? Beim App Store. Was ist das? Da, wo Sie die Apps herunterladen. Ach so. Ja. Da, wo ich die Äpfel runterlade. Da muss ich jetzt mich anziehen und dann zum Horst rüberfahren, oder wie? Nee, einfach nur öffnen Sie App Store. Ich denke mal, Sie haben irgendwas herunterladet. Also, ich denke mal,
Sie nutzen auch Snapchat oder Instagram, posten Sie da schöne Bilder, ja? Wie haben Sie Instagram herunterladet? Was? Wie haben Sie Instagram herunterladet? Welchen Islam? Ich gehöre nicht zum Islam. Okay. Gehen Sie beim App Store. Was ist das? Da, wo Sie die Apps, die Programme herunterladen. Ja. Gehst du da? Nee. Wieso nicht? Na, ich weiß nicht wo. Schau mal, was siehst du in deinem Handy? Welche Programme hast du da? Wie jetzt? Bitte? Was denn? Was siehst du bei deinem Handy, bei deinem Bildschirm? Da als Hintergrund oder wie? Ja. Da habe ich ein Stillfoto. Und dann, welche Apps hast du da? Welche Apps? Vom Hagebaumarkt habe ich die Sammel-App. Okay. Benutzt du WhatsApp? Nee. Benutzt du nicht? Telegram. Hast du Snapchat? Nee. Telegram. Was hast du denn? Telegram. Außer Telegram, was hast du? Nix. Wie hast du Telegram herunterladet? Wie denn? Wie hast du denn herunterladet, installiert? Wie hast du das gemacht? Gar nicht. Das hat mir der Eberhard gemacht. Und diese Stimme hast du selber oder machst du so? Was? Oder bist du Schauspielerin? Nee, Travestiekünstler. Diese Stimme hast du immer gehabt? Ja. Okay. Darf ich dir eine Frage stellen? Es ist ein bisschen privat, diese Frage, aber... Nein. Darf ich das stellen? Nein. Wieso nicht? Das möchte ich nicht. Aber das ist eine gute Frage, ist ein bisschen lustig. Nee. Wie viel Mal hast du Sex pro Tag? Geht dich das an? Willst du nicht sagen? Das geht dich doch nichts an. Bist du sehr hübsch? Ja. Sehr, sehr. Wie ein bunter Schmetterling. Bitte? Wie ein bunter Schmetterling. Ja? Ja. Oh. Und hast du einen Freund? Was? Hast du einen Freund? Ach, den Eberhard. Bitte? Den Eberhard. Noch einmal. Ja, den Eberhard. Den Eberhard? Ja. Den hast du? Ja, den Eberhard. Wer ist der Eberhard? Ja, der Eberhard, der ist auch da. Der ist auch da? Ja. Geh mal dein Telefon weiter. Nein. Ist doch nicht. Bist du schon mal fremd gegangen? Nee. Und du? Ja. Wieso ich? So was macht man doch nicht. Das macht man natürlich sehr. Nein. Und wenn man schöne Frau sieht, natürlich kann man das machen. Nee. Ja. Willst du jetzt bei uns arbeiten, ja oder nein? Ja. Ja. Und du wohnst alleine, ja? Nee. Nein. Aber wie kann es sein? Guten Tag. Guten Tag. Dieser Weiß ist mein Name. Ich rufe Sie von einer Investitionsfirma an. Ja, alles Ihre, gut bei Ihnen soweit? Ihre Sprachgerät ist sehr leise. Hören Sie mich jetzt besser? Ein bisschen. Okay, Lisa Weiß ist mein Name. Ich melde mich von einer Investitionsfirma an. Aha, wo melden Sie sich denn an? Von der Plattform Bitrate rufe ich Sie an. Ja, und wo melden Sie sich an? Bei Ihnen. Ich melde mich bei Ihnen. Okay, und von welcher Firma aus rufen Sie an? Aus der Plattform Bitrate rufe ich Sie an. Okay.
Es geht ja um Investitionen an der Börse. Haben Sie schon mal was davon gehört? Ja. So, Sie haben eine Anmeldung gemacht bei unserer Werbungsseite für Online-Trading. Aha. Ja. Und ich rufe Sie jetzt an, um Sie zu informieren, wie Trading funktioniert. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 29. Oh, Sie sind ja, ich hätte jünger gedacht eigentlich. Ja? Von der Stimme her, ja. Hab mich gut so gehalten. So, wie heißen Sie eigentlich? Na, das steht doch da bei Ihnen. Lili, oder? Wie bitte? Lili. Lips. Ja? Ja. Okay, super. Haben Sie einen Computer für ihn? Ja. So, können Sie unsere Monitoren zusammen verbinden und ich präsentiere Ihnen unsere Plattform. Haben Sie so ein langes Kabel? Mit einer App können wir unsere Monitoren verbinden. Ich brauchen Sie da Kabel. Kein Kabel? Nee. So, machen Sie bitte Ihre PC an. Ja. Wenn Sie angemacht haben, sagen Sie mir bitte Bescheid. Sind angemacht, Bescheid. Okay. Benutzen Sie eigentlich AnyDesk oder TeamViewer? Nee. Können Sie den kurz runterladen, AnyDesk? Wie denn? Dauert nur eine Minute. Sie gehen beim Google, schreiben AnyDesk.com und tippen Sie dann auf herunterladen. Na, aber wenn ich jetzt nach Google gehen soll, das ist ziemlich weit. Warum denn? Na, weil Google ist doch in Kalifornien. Nein. Doch. Das haben Sie auf Ihrem PC. Das haben Sie ja nicht gesagt. Sie haben gesagt, ich soll nach Google gehen. Und Google ist ja in Kalifornien. Natürlich. Ja, aber ich kann ja nicht auf meinem PC rumlaufen. Sie sind schon lustig. Naja, Sie sagen doch das so. Haben Sie Ihr PC aufgemacht? Warum soll ich denn den jetzt aufmachen? Wenn ich den aufmache, verliere ich doch die Garantie. Ich habe angemacht. Ja, anmachen kann ich, ja. Soll ich andrücken? Wie bitte? Soll ich draufdrücken? Mhm. Hab gedrückt. Sehr schön. Was sehen Sie jetzt auf Ihrem Display? Ein Ladekreisel. Okay, jetzt warten wir kurz. Ja. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich bin Hellseher. Was sind Sie? Hellseher. Mhm, sehr schön. Ja. Geht. Naja. Haben Sie Kinder, Ehefrau oder leben Sie alleine? Nee. Mit wem leben Sie denn? Alleine. Ohne Eltern? Ja, wieso? Einfach so. Ich bin neugierig. Aha. Wie alt schätzen Sie mich? 80? 80? Vielleicht wollten Sie 18 sagen. Nee. Meine Stimme ist doch schön, um 80 zu sein. Oder? Nee. Bisschen furchtbar. Nee. Jeder Kunde sagt zu mir, dass ich eine schöne Stimme habe. Ja, ich nicht. Sie sind der Erste, der sagt, dass ich eine hässliche Stimme habe. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, eine furchtbare Stimme. Mhm. Ja. So, bist du angemacht? Ja. So, jetzt sitzen Sie auf Google. Nee, ich sitze auf dem Stuhl. Google. Gehen Sie auf Google. Ach so, am Computer. Ja, auf dem Computer natürlich. Immer auf dem Computer. Ja. Sind Sie schon? Hm. Da? Hab ich gemacht. Sehr schön. Jetzt schreiben Sie Bittrade. Das ist schon wieder sehr leise. Jetzt schreiben Sie Bittrade. Warum? Hm? Warum? Damit Sie auf unsere Plattform kommen können. Wie bitte? Damit Sie auf unserem Plattform kommen. Ich höre Sie nicht mehr. Hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt geht's wieder. Sie sind unfassbar leise. Sie auch? Nee. Eigentlich schon. Ich höre Sie wirklich auch ganz schlecht. Aber Sie werden jetzt immer leiser. Warum denn? Ja, weiß ich doch nicht. Und jetzt? Jetzt geht's langsam wieder. Bisschen lauter noch. Und jetzt? Nee, jetzt ist wieder leise. Hören Sie mich überhaupt? Ja, halbwegs. Aber okay, es ist ganz schwer. Aber Sie verstehen mich. Naja, aber so will ich nicht telefonieren, so schlecht. Wieso denn nicht? Ja, weil das schwierig ist. Ja, aber ich gebe mein Bestes. Ja, ich kann hier nicht rumschreien. Ja, aber mein Bestes reicht nicht. Büro. Muss mal lauter machen da, den Mikrofon. So, jetzt? Nee. Gut, glaube ich. Nee. Ach, Mensch. Wie alt sind Sie nochmal? 29. 29, ne? Aber Sie sind irgendwie so ruhig und leise. Warum eigentlich? Ja, Sie sind doch leise. Sie auch. Ja, müssen Sie lauter machen. Wenn Sie mehr happy sein, dann bin ich auch happy. Wenn Sie happy sind, bin ich auch happy. Ach so. Ja. Warum sind Sie überhaupt so traurig? Bin ich doch gar nicht. Ja, aber von der Stimme her klingt das so. Ja. Hm. Sie sollten doch happy sein. Warum? Warum nicht? Hm. Weiß nicht.
Hallo? Hallo? Tante? Was denn? Sie mich? Was denn jetzt? Wer ist denn jetzt da dran? Hallo? Jetzt kann ich nichts mehr hören. Das Mikrofon ist zu leise. Hallo? Hallo? Ja, jetzt höre ich was. So. Ich bin der Luis Villa von einer Investitionsfirma. Wie geht es Ihnen heute? Hatte ich doch der Tante schon gesagt. Also, Sie haben eine Ermittlung bei unserer Firma gemacht, haben, ja? Hat die Tante auch schon gesagt. Perfekt. Und wieso haben Sie das gemacht? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Haben Sie einen Computer dabei? Was? Haben Sie einen Computer dabei? Ich verstehe Sie nicht. Computer, PC! Irgendwie ist Ihr Mikrofon komisch. Meinen Sie Video per YouTube, ja? Was? Ich bin hier mit Ihrer Mutter. Ich habe gesagt, ich verstehe Sie schlecht. Ihr Mikrofon ist komisch. Bin hier mit Ihrer Mutter. Jetzt wird es noch schlechter. Ich mache einen kleinen Bruder für Sie. Hallo? Können Sie 9 Monate warten für er? Sie müssen da irgendwas machen, dass es deutlicher wird. Das ist schlechter bei Ihnen. Ja. Hallo? Ich verstehe so nix. Wobei kann ich denn jetzt helfen? Hallo, Liv? Ja, Lilly Lipp hier. Lilly Lipp? Ja? Ihre Stimmen sind komplett anders heute. Nein. Doch. Nein. Gestern haben Sie anders gesprochen. Nein. Doch. Nee. Ich wollte Ihre Stimme hören, weil wenn ich sie höre, dann geht mir besser. Ja? Ja. Gut. Wie geht's dir? Nett. Ganz Wie geht's gut. Dir? Ganz gut. Ganz gut? Mhm. Das freut mich sehr. Was hast du heute gemacht? Ich hatte erst Stuhlgang, dann habe ich die Wäsche gemacht, fürs Finanzamt was fertig und jetzt bin ich am Computer und verteile Werbung. Im Computer? Mhm. Okay, das ist schön. Jetzt gehen Sie ganz schnell beim Google. Und dann? Und dann sage ich Ihnen, sind Sie beim Google? Mhm. Schreiben Sie dort, da wie Anton? Nee, ich schreibe kein Anydesk. Wieso nicht? Weil ich mir doch nicht von Kriminellen auf dem Computer gucken lasse. Ich bin kein Kriminell. Na klar. Ich bin ein Kriminell? Ja. Woher weißt du das? Ja, weil ihr illegal anruft. Wieso rufen wir illegal? Ja, ihr habt ja keine Anruferlaubnis. Wer hat das gesagt? Ja, das Gesetz in Deutschland. Woher wissen Sie, dass dieses Anruf nicht erlaubt ist? Habe ich doch gerade erklärt. Weil? Sagen Sie nochmal. Sie haben kein Double Opt-in. Das hat gar nichts damit zu tun. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Werbeanrufe sind in Deutschland verboten. Das ist keine Werbung. Doch. Und ich rufe Sie nicht für Werbung. Doch. Ich rufe Sie, weil... Nein, natürlich nicht. Doch. Ich rufe Sie von Bitcoin-Billionär-Firma. Ja, das spielt keine Rolle. Das ist trotzdem Werbung. Das ist Investitionen. Ja, das ist trotzdem Werbung. Rohstoffe, es bleibt trotzdem Werbung. Werbung ist, wenn ich Ihnen irgendwas verkaufe. Richtig, und das oder tun Sie ja. Wenn ich Ihnen ein Angebot mache. Genau, das ich tun Sie ja. Ich verkaufe nicht. Nein. Doch. Doch. Nein. Doch. Willst du mich verarschen jetzt, nein, oder wie? Das ist ernst ich gemeint. Ich sage nein. Doch. Was habe ich zu verkaufen? Dann sag es mir, bitteschön. Ja, eure tolle Plattform. Investitionen sind trotzdem auch Werbung. Du hast selber die Anmeldung gemacht und die Konto erstellt. Ja, und? Deswegen melde ich mich bei dir. Ja, ist aber verboten. Ich habe kein Double Opt-in gegeben. Wieso machen Sie die Anmeldung, wenn Sie wissen, dass das verboten ist? Ja, weil ich weiß, dass dann Kriminelle anrufen und dann kann ich dafür sorgen, dass bei euch immer weniger Kunden dazukommen. Du kannst versorgen, dass es immer weniger Kunden bei uns kommen? Ja. Das war sehr lustig. Mhm. Und wirst du das schaffen? Ja. Ja? Natürlich. Natürlich hast du das? Ja, jetzt gerade aktuell ja auch gerade. Du erzählst ja mit mir und nicht und betrügst ja keinen anderen. Ey, Lilly. Hm. Du hast sehr schön angelogen. Ja. Du bist ein Lügner. Nee. Doch. Nein. Du bist ein Lügner. Nein. Und du bist ein Mann, nicht eine Frau, oder? Hab ich auch nicht gesagt. Bist du ein Mann oder eine Frau? Das geht dich ja nichts an. Oder beides? Das geht dich auch nichts an. Du bist ein Vollidiot. Ja, kann sein. Bist du?
Kann sein? Ja. Aber wer denkst du, wer du bist? Denkst du, dass du schlau bist? Ja. Du denkst, dass du schlau bist, ja? Ja, ja, genau. Okay, so sieht es aus, dass du schlau bist. Aber ganz ehrlich, von deiner Stimme, von gestern bis heute, da ist viel passiert. Was hast du in deinen Mund gesteckt? Was hast du in deinen Mund gesteckt? Das erzähle ich dir nicht. Das geht mir nicht an? Genau. Sei ehrlich. Das geht dich wann nicht an. Wann warst du zum letzten Mal im Krankenhaus? Wann warst du zum letzten Mal im Krankenhaus? Oh, das ist schon lange her. Schon lange her? Das kann ich nicht glauben. Ja? Wieso bist du draußen? So verrückte Leute wie du müssen im Krankenhaus sein. Sagt der Kriminelle am Telefon, der wirklich schizophren zu sein scheint, ne? Bitte? Du bist schizophren. Was bin ich? Schizophren. Bin ich? Ja, du hast eine gespaltene Persönlichkeit. Echt? Ja, und wenig Intelligenz auch. Ich bin wenig intelligent? Ja. Ich habe deine Mutter gefickt. Genau, das können nur Menschen sagen mit nicht vorhandener Intelligenz. So meinst du? Ja. Du, aber mit Leuten wie du, dann natürlich bin ich nicht intelligent. Wieso soll ich meine Intelligenz zeigen? Ja, du hast ja keine. Wenn nicht vorhanden, kann man auch nichts zeigen. Echt? Ja. Und du bist intelligent? Ja. Du bist behindert. Was für intelligent bist du denn? Junge? Na, intelligenter als du. Weil du vertrödelst ja gerade wieder deine Zeit. Ich habe ein bisschen Spaß, also ich verbringe den Zeit, aber... Ja, wenn das dein Spaß ist, dann sieht man ja, wie intelligent du bist. Das hat gar nichts mit der Intelligenz na, zu doch tun, schon. Nein, das hat gar nichts mit der Intelligenz zu tun. Doch. Ich hatte nichts anderes zu tun und ich habe dich angerufen. Weil ich wusste, dass deine Stimme gestern war voll scheiße und auch früher war scheiße. Deswegen rufe ich dich an, weil du kannst jeden Tag nicht die gleiche Stimme haben, deswegen. Ja, aber währenddessen du mit mir telefonierst, verdiene ich ja Geld, aber du kein. Du verdienst Geld? Ja. Wie viel denn? Sag ich dir nicht. Wieso nicht? Ja, das geht dir doch nichts an. Wieso lügst du jeden Tag? Ja, mach ich ja nicht. Wieso lügst du? Was verdienst du bei... Ich bin immer ziemlich transparent mit dem, was ich eigentlich verdiene. Was verdienst du bei dieser Lüge? Was verdienst du? Das sage ich dir ja als Kriminellen nicht. Ich bin kriminell, ja? Ja. Aber sind diese Leute, die nicht intelligent sind, diese Leute auch kriminell? Ja, wenn man nicht intelligent ist, wird man kriminell, richtig. Also wenn die Leute nicht intelligent sind, dann sind kriminell. Ja. Wow. Das ist es, das ist schlau von dir, du Vollidiot. Ja. Was ist das für eine Ausrede? Wenn die Leute nicht intelligent sind, dann sind kriminell. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sagt er. Ja. Geh ins Krankenhaus. Geh schnell ins Krankenhaus. Ja, das sagst du die Kakerlake am Telefon. Bitte? Du bist eine Kakerlake, Abschaum. Okay. Du bist voll Idiot, auf jeden Fall. Ja, und du bescheißt die Leute und das ist ekelhaft, sowas macht man nicht. Du bist voll Idiot, lieb. Behindert auch. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Ja. Guten Tag. Ja. Spreche ich mit Herrn Lips? Lilly Lips vom Apparat, ja. Freut mich sehr, Sie zu erreichen. Herr Lips, Herr Similärkaufmann, es geht um zusätzliches Einkommen. Ich verstehe Sie ganz schlecht. Okay, ich wiederhole mit Vergnügen. Also, es geht um zusätzliches Einkommen. Ja. Sie interessieren sich ein bisschen dafür und gerne möchte ich Sie nachfragen, ob das Thema derzeit noch aktuell für Sie ist. Ein bisschen Zaster kann man immer gebrauchen. Wie bitte? Ein bisschen Zaster kann man immer gebrauchen. Also, Sie interessieren sich für Onlinehandel, ja? Ja, Zaster ist immer gut. Noch einmal bitte? Zaster ist immer gut. Das verstehe ich leider nicht. Ja, ich sage, Zaster ist immer gut. Also, Herr Lips, sagen Sie mir bitte, handeln Sie bereits oder haben nee. Sie... Okay, haben Sie Auskunft diesbezüglich erhalten? Was?
Haben Sie Auskunft diesbezüglich bereits erhalten? Nee. Okay. So wie ich verstanden habe, haben Sie keine Erfahrung in dem Bereich, ja? Nee. Okay, dann würde ich Ihnen gerne ganz kurz und bündig erklären, wie es funktioniert, wie Sie Geld verdienen werden. Okay? Ja. Okay, also grob gesagt funktioniert es so. Sie werden billiger kaufen, teurer verkaufen. Und dieser Preisunterschied gehört Ihnen, ja? In dem Fall geht es aber um Währungen, Kryptowährungen, Rohstoffe, Wirtschaftsgüter. Ja. Verstehen Sie? Um Ihnen etwas anbieten zu können, sagen Sie mir bitte, welche Ziele, welche Zwecke verfolgen Sie? Wie meinen Sie das? Ich will die Weltherrschaft, die will ich an mich reißen. Aha, Sie reisen gern, ja? Ja. Okay. Okay, dann können Sie Ihr Handelskonto bereits noch heute aktivieren und Sie werden täglich profitieren, ja? Ja? Also wir garantieren Ihnen etwa 30% Profit monatlich, ja? Sie können aber mehr verdienen, ja? Es hängt von gewissen Faktoren ab. Ja. Oh, mit welcher Summe möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Also ich kann Ihnen Folgendes anbieten. Also das können Sie mit der Summe von 1.000 Euro machen oder wie es durchschnittlich unsere Kunden machen mit 500 Euro. Sie können aber auch mit niedriger optimaler Summe anfangen. Diese Summe beträgt 250 Euro. Nee, ich würde 427,98.4 erstmal einzahlen. Wie bitte? Herr Lips, leider habe ich akustisch nicht gut mitbekommen. 427,98. Ach so. Warum solche Summe? Na, erstmal mit zum Anfang. Ja, und es gibt die optimale Summe, mit welcher Sie anfangen. Ja, mache ich. Ja? 427,98. Okay, dann machen wir so. Falls Sie WhatsApp auf diese Telefonnummer haben, dann schicke ich Ihnen gerne Informationen über uns, eine kurze Nachricht, ja. Meine Nachname sowie Vornamen, damit Sie wissen, mit wem Sie zu tun haben. Und Sie sagen mir Bescheid, mit welcher Summe Sie anfangen müssen, damit ich alles vorbereiten könnte. Na, habe ich doch gesagt. Sie können sich noch Gedanken machen, ja. Ich habe Ihnen auch gesagt, mit welcher Summe Sie anfangen können. Naja, und ich habe gesagt, mit welcher Summe ich anfangen möchte. Das möchten Sie ja, aber das können Sie nicht. Ja, dann brauchen wir ja nicht weiter diskutieren, dann sind Sie unseriös. Wie, genauso wie Sie. Nee, Sie sind unseriös. Ja, genauso wie Sie. Sie haben da Krach im Hintergrund. Bedanke mich für freundliches Gespräch. Seien Sie bitte ernst. Und meistens ernst, sind die Leute bei euch alle dreckig und ungewaschen. Das ist kein Witz. Und wahrscheinlich spielt ihr alle noch mit euren Barbie-Puppen. Und Herr Lipp, ja? Herr Lipp, Moment. Ja? Ich spreche gern mit seriösen Menschen, ja? Die wirklich mit geölten Menschen? Falls Sie... Was sind für geölte Menschen? Falls Sie... Kuckuck! Sie Hallo! Möchten, Pippi! Kakerlake! Ja, dann, ja, haben Sie, ja, Freunde, fein, Familie, schön, oh, lecker, lecker. Das hast du aber schön vor dir hergeschwurbelt. Alles gelogen. Wer ist alles? Ja, du lügst ja nur. Wer ist alles? Ja, du lügst ja nur. Wer ist alles? Hast du irgendein Problem? Irgendwie was kaputt im Kopf oder so? Ach so, Sie haben ja, ich denke mal, das ist da so laut bei euch, dass das Gehirn schon rausgepumpt, falls, ne? Falls Sie Probleme mit Kopf haben, dann ja. Entschuldigung, ich weiß es nicht. Jetzt, aber jetzt passen Sie mal auf, alter Mann. Sie sind ja nun wirklich ein sehr, sehr alter Mann. Das hört man ja an Ihrer verkorksten Stimme. Haben Sie eigentlich in Ihrem Leben überhaupt schon mal irgendwas Sinnvolles gemacht? Herrlich, machen Sie bitte das, was Sie machen sollen. Mögen Sie sich eigentlich, wenn Sie sich im Spiegel angucken, oder finden Sie sich selber hässlich?
Und löschen Sie bitte ja? Ihre Daten auf der Webseite, ja? wo Sie diese hinterlassen haben, ja? Gucken Sie mal, Ihre Schnürsenkel sind offen. Wie bitte? Ihre Schnürsenkel sind offen. Wie bitte? Ihr Schnürsenkel. Wie bitte? Ja, das scheint wohl irgendwie, weiß ich nicht, da hört die Kakerlakensprache schon mal auf, wa? Geht wohl nicht so richtig. Wie bitte? Da, genau, das merke ich schon, da fehlt so eine Intelligenz, da ist so richtig was kaputt. Wie bitte? Ja, genau, so sieht es aus. Aber mach ruhig noch ein bisschen weiter. 7 Minuten haben wir ja schon. Noch einmal bitte? Ja, ich sagte, Sie sind ja ein Mann. Noch einmal bitte? Ja. Ihr Gesicht stinkt. Noch einmal bitte? Ja, das machst du aber fein. Und jetzt schön durchatmen. Fein. Bitte? Ich glaube, du sitzt wohl auch da in dem Callcenter und spielst dir die ganze Zeit deine Nippel, wa? Also, wie ich verstanden Was habe, ist denn das da eigentlich für eine Kakerlake da im Hintergrund? Kannst du mir mal das Stück Dreck da aus dem Hintergrund geben? Warte mal, ich will jetzt nicht mehr mit dir reden. Gib mir mal den Mann da im Hintergrund. Also, es mangelt Ihnen auf Aufmerksamkeit. Ist der schwanger? Sie haben ja? mit niemandem gesprochen. Hallo? Und niemand nee, gib mir mal den Mann da aus dem Hintergrund. Ich will nicht mit dir reden. Also, Sie möchten mit jemandem reden, weil niemand mit Ihnen reden will. Ja, gib mir mal den Mann da aus dem Hintergrund. Ach so, es tut mir leid. Gib mir mal den Mann aus dem Hintergrund. Also, wie ich verstanden Ja, gib mir doch mal den Idioten, der dir alles vorsagt. Hallo? Gib mir doch mal den Spacko, der dir alles vorsagt. Und die ganze Zeit mithört. Das Würstchen da aus dem Hintergrund. Wie bitte? Ja, du sollst mir mal die Kartoffel da aus dem Hintergrund geben. Wie bitte? Ach Mann, ey, deine Intelligenz, die ist ja wie eine Gießkanne, ne? Wenn du Kopf vorhebst, dann hat es schon erledigt. Dann läuft alles raus, ne? Aber ich glaube, das ist halt so bei Betrügern. Wie bitte? Wenn die den ganzen Tag in ihrem Callcenter sitzen und nur so einen beschrubbten Scheiß darunter labern müssen und die ganze Zeit so eine Kacke ablesen, da kann ja sich auch nur Matsche bei werden. Hallo, Lady? Lady, haben sich heute eigentlich schon ihre Zähne geputzt oder sind sie abgerutscht mit der Zahnbürste durchs Nasenloch direkt ins Kleinhirn? Ja, bitteschön. Guten Tag. Ja. Wie heißt denn der Sender? Ich bin persönliche Accountmanagerin. Ich habe gerade gesehen, dass Sie haben bei uns registriert und ich sehe, dass Sie interessieren über Bitcoin-System. Sagen Sie mir bitte, verstanden Sie, alles funktioniert? Nee. Sie verstehen nicht, ja? Ja. Zum Beispiel unser Unternehmen, Sie können bei uns mit 4/8 von Waren Geld verdienen. Das ist Öl, Aktien wie Amazon und Tesla, Microsoft, Kryptowährungen und Waren sparen. Man kauft eine Ware, wann man glaubt, dass sie in Wert steigen wird. Unsere Firma bietet 2 Optionen. Es ist entweder ein persönlicher Expert, der Sie auf Ihrem Handelsweg begleitet, habe eine persönliche Strategie für Sie. Oder es ist ein Roboter, ein automatisches Handelssystem, das macht mit Hilfe von schwierigen Matheformen analysiert und die profitablichste Deals macht. Mit einem Roboter erzielen Sie gerade 50% von Ihrer Einzahlung monatlich. Mit einem Roboter brauchen Sie sehr wenig Zeit, um alles einzustellen. Und zum Beispiel 15 Minuten pro Tag. Das ist alles, was Sie machen, dass Sie diese Roboter morgens ausschalten und am Abend ausschalten. Das alles. Also macht der Roboter das nicht allein? Wie bitte? Macht der Roboter das nicht allein? Mit Roboter arbeiten ohne nur Sie. Sie müssen diese App anschalten. Am Morgen und am Abend ausschalten. Das alles. Macht er das nicht und allein? Wie bitte? Macht der Roboter das nicht allein? Der Roboter macht alles allein. Ja, aber warum schaltet er sich nicht alleine aus? Moment mal. Hallo? Ja? Ja, hier ist Holger Strick. Ich bin Ihre, Linda hat mit Ihnen schon kommuniziert. Sagen Sie mir bitte, was verstehen Sie nicht? Alles. Ja, okay. Und Sie möchten mit Roboter arbeiten? Ja, weiß ich nicht. Der Roboter macht ja nichts allein, hat ja die Dame gerade erklärt. Also der Roboter macht alles, alle Arbeit bei Ihnen. Also zum Beispiel, Sie sollen diesen Roboter nur ausschalten und anschalten. Und dieser Roboter wird verschiedene...
verschiedene Deals suchen und dann es machen. Ja, aber kann der Roboter sich nicht alleine ausschalten? Sie können nicht allein, weil sie haben keine Erfahrung dazu und dieser Roboter macht alles. Außer sich auszuschalten. Also wenn Sie alleine arbeiten möchten, Sie können die Arbeit mit unserem Analyst machen. Also Sie werden zum Beispiel mit der Analyst mehr verdienen bis 40%. Aha. Ja. Und zum Beispiel dieser Analyst wird ihn lernen. Jede Woche wird ein Webinar mit diesem Analyst und dann werden Sie allein schon Deals machen und etwas verdienen. Aha. Haben Sie mir verstanden, oder? Nicht so richtig, nee. Vielleicht können wir Ihnen Informationen auf WhatsApp senden, weil ich höre Sie sehr schlecht. Okay? Ich habe kein WhatsApp. Auf Ihre E-Mail-Adresse. Auf welche denn? Hä? Auf welche denn? Sie haben hier auf unserer Seite Ihre E-Mail-Adresse auf Monique geschrieben. Ja, und welche? Oder Sie können mir jetzt Ihre E-Mail-Adresse sagen, wir werden Ihnen ja, welche schreiben. Ist denn hinterlegt? Noch einmal. Ja, welche ist denn hinterlegt? Na, und? Hä? Ja, antworten Sie jetzt auch auf eine Frage oder kommt dann nur Durchfall? Okay. Was möchten Sie fragen? Ja, habe ich doch schon gefragt. Will ich jetzt Sie eine Antwort, oder? Sie haben hier Ihre E-Mail-Adresse gelassen. Ja, mal davon abgesehen, dass das Deutsch eine absolute Katastrophe ist, ist das nicht die Antwort auf meine Frage. Ich möchte Ihre Frage noch einmal hören. Ja, welche E-Mail-Adresse da bei Ihnen hinterlegt ist? E-Mail, also O-C-H-M-O-N-K und gmx.net. Achso, ja, die geht nicht. Wie bitte? Die geht nicht. Ich habe das nicht gehört. Können Sie noch einmal sagen, wiederholen? Ich sage, die geht nicht. Die geht nicht? Und welche E-Mail-Adresse haben Sie? Na, die gleiche und dann @mdccfun.de. Noch einmal buchstabieren Sie bitte. Na, die gleiche und dann @mdccfun.de. Und dann? mdccfun.de. mdcc.fun.de. Ja, okay. Wir schreiben dann wir schicken jetzt Ihnen auf Ihre E-Mail-Adresse die weitere Information und um 16.30 Uhr werden wir Ihnen noch einmal anrufen, okay? Und dann? Und dann werden wir vielleicht zusammenarbeiten und Sie werden mit uns Geld verdienen. Aha. Wollen Sie mir das nicht erklären? In diesem E-Mail werden wir Ihnen alles erklären. Aber ich kann ja gar nicht lesen. Warum denn? Ja, warum kann man nicht lesen? Warum kann man kein Deutsch sprechen, so wie du? Ah, okay. Und was weiter? Ja, nix weiter. Nein, nicht? Sie möchten mit uns nicht arbeiten, ja? Habe ich nicht gesagt. Ah, und was möchten Sie doch? Na, habe ich doch gesagt. Vielleicht haben Sie es meinen Kollegen gesagt. Nee. Mir? Ja. Ja, können Sie es bitte noch einmal wiederholen? Ja, so langsam zweifle ich an der Intelligenz, aber ganz, ganz stark. Ja, ja. Ja. Wir haben hier, wir hören hier Musik und ich höre die meine Kunden nicht so gut. Ja, warum machen Sie denn die Musik nicht aus? Weil hier arbeiten viele Kollegen und es ist sehr laut, wenn alle sprechen. Ja, und mit Musik versteht keine Sau mehr irgendwas. Na, no, aber mit Musik ist es leichter sprechen. Nee, irgendwie nicht. Kunden. Nee, gerade hast du mir erklärt, du verstehst mich nicht. Dann mach doch mal die scheiß Musik da im Hintergrund aus. Ja, okay. Können Sie nochmal Ihre Fragen wiederholen? Ja, ich sagte, sie erst die Musik aus. Ich kann das nicht machen. Doch. Nein, ich kann das nicht machen, echt. Ja, aber dann brauchst du dich doch nicht wundern, wenn du nichts verstehst. Ich verstehe Ihnen, aber nee. Ich kann nicht. Verstehen, ich kann, ja, genau. Ich erinnere mich an. Ich verstehe Ihnen, aber ich kann nicht verstehen. Also, das Intelligenz ist ja da gar nicht vorhanden. Naja. Sie haben recht, vielleicht. Ja, ganz genau. Das ist nicht nur vielleicht, das ist ziemlich sicher.
Ja, okay, kein Problem. Ja. Wie will man denn so eigentlich die Leute bescheißen? Nochmal, wie bitte? Ja, genau so, wie ich es gefragt habe. Mach doch mal die Musik aus, dann verstehst du auch was. Ja, okay, dann mache ich Musik aus und rufe ihn ein bisschen später, okay? Nö. Ja. Gleich jetzt kann ich Musik nicht ausschalten, weil das ist nicht meine Arbeit. Ja, das ist ja komisch da, denn weiß ich nicht. Oh, ja. Das ist unsere Firma und das ist Politik ja, von unserer Firma. Nicht, wir sollen. Hört sich nicht seriös an. Okay. Vielen lieben Dank, dass du wieder mit dabei warst. Das Hörspiel ist nun zu Ende. Wenn du magst, findest du hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Angeboten auf diesem Kanal. Und ich würde mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.